Moin, moin Leute und herzlich willkommen zurück bei VidaWTV zu einer weiteren kleinen Retro-Runde. Ja, und wie ihr schon sehen könnt, wird es halt ein wenig affig, denn wir werden uns heute mal in der heutigen Episode ein bisschen mit Donkey Kong Country beschäftigen. Ja, auch eins meiner absoluten Lieblinge aus dem Retro-Bereich. Und ja, ich dachte von wegen, das verdient halt auch, wie gesagt, ja. In dem Sinne halt so ein bisschen Anerkennung oder eben von wegen verdient halt, wie gesagt, bei Retro-Runde mit dabei zu sein. Ja, jetzt muss ich mal kurz auf meine Spickzettel gucken. Ja, zum Spiel selber. Das Spiel haben wir selber am 24.09.1994 erhalten, hier in Deutschland. Und ich möchte sagen, wie ich ja schon in der F-Zero-Episode gesagt habe, von wegen wird es irgendwo was um die 140 bis 145 Mark gekostet haben. Und ja, wie gesagt, Publisher ist Nintendo, Studio Rareware, ist erschienen für SNES, ist ein Side-Scroller Jump'n'Run und hat damals für ziemlich Furore gesorgt. Und zwar nicht im negativen Sinne, sondern einfach in der Hinsicht, dass das Spiel eben so, ja, so krass geil aussah. Also eben eine Spielegrafik vom SNES, was man eigentlich ja nicht gewohnt war. Viele haben gestaunt und haben dann quasi geguckt von wegen, und haben sich gewundert, als das Spiel auf den Markt kam, von wegen, ey, ist das wirklich Grafik? So? Oder was ist das? Was passiert da gerade? Wieso? Aber doch, es ist mit seinen vorgerenderten Backgrounds und so und mit dem Grafikstil an sich, wie gesagt, war das echt ein Hingucker gewesen. Denn 1994 befand sich ja das SNES halt schon so ein bisschen in Richtung Endzeit. Da ja Nintendo schon so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, schon so ein bisschen anfing, das Nintendo 64 anzuteasern. Das zeigt sich darin, wenn ihr zum Beispiel Secret of Evermore spielt, die Intro-Sequenz. Wenn der Protagonist aus dem Kino kommt, da steht doch dieser Kinotafel wegen so die Rückkehr des Nintendo Ultra 64. Und damit war quasi schon so der erste Wink fürs N64 verbaut und ja, viele dachten von wegen SNES ist dann quasi gelaufen, da kommt nicht mehr viel. Und dann eben kurz vor Weihnachten 94 kam dann Donkey Kong Country raus und hat dann wirklich alle umgehauen. Ich war einer davon. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich dann halt auch, als wir dann endlich mal zu Gesicht bekommen haben, auch sehr oft damals in unserem städtischen Neckermann-Store war. Eben an diesen BNDaddl-Automaten, die da eben standen, und da haben eben auch alle Kinder gestanden und haben dann halt Donkey Kong Country gespielt. Ich war einer davon. Und ja, wie schon bei F-Zero, hab da gestanden, dachte mir von mir so, ey, ist das geil? Scheiße, warum hast du denn sowas nicht? Und hab dann natürlich, wie gesagt, halt gequengelt und hab dann versucht, halt, wie gesagt, mit meinen Eltern darüber zu reden, ob es nicht möglich wäre, eventuell halt auch ein SNES zu bekommen, so mit dem Spiel. Aber natürlich, wie gesagt, wohl daraus nicht. Tja, c'est la vie. Irgendwann später kam dann her auch noch Donkey Kong Country 2 raus, was auch mega geil ist, und Teil 3. Aber ich habe ja schon in der ersten Folge mit dem F-Zero Geburtstag, sag mal so, schon klar gemacht, wieso, dass mir halt Donkey Kong Country 3 nicht so sehr gefallen. Also ich fand das Baby nervig. Und irgendwie war das alles so ein bisschen strange, auch mit dieser Open World und so. Das war eben, ja, seltsam. Also hab mich dann nicht mehr so abgeholt. Später, als ich älter wurde und dann halt selber in die Nuss kam, mir mal so auf dem Flohmarkt ein SNES zu schießen, habe ich dann eben auch etliche Super Nintendo-Spiele nachgekauft und darunter war auch Donkey Kong Country. Das war für mich ein Pflichttitel, weil ich mich immer daran zurückerinnert habe, wie damals war. Diese Zeit, als ich zum ersten Mal spielte und dann draußen noch der Schnee so dick lag und es noch richtige Winter gab. Ja, die gab's Tatsache mal. Ja, und das ist halt auch so ein All-Time-Favorite. So, und ich dachte mir, jetzt müssen wir mal so kurz gucken. 4 Minuten, ja, klar. Haben noch Zeit. Keine Hast. Und ich dachte mir, in der heutigen Rederunde, wie es halt zocken war, quasi den ersten Levelabschnitt. Also sprich, lassen nochmal so ein bisschen Revue passieren, erinnern nochmal an die guten alten Zeiten. Und Retro-Gaming ist ja nach wie vor in Mode. Ne? Das hat ja irgendwann dann wieder angefangen und wieder zugenommen. Und Retro-Gaming ist ja einfach immer noch in und angesagt. Ja, und ich würde sagen, Mensch, na, komm her hier. Ja, greifen wir uns mal. Das gute Pad hier. Keine Angst, ist so ein No-Name-Ding. Und legen einfach mal los, würde ich sagen. Okay.
So, Nintendo Presents Rareware Donkey Kong Country 1994. Okay. Und wir spielen alleine. So, dann nehmen wir doch mal direkt drin ins Spiel. Zack. Das muss ich kurz überlegen. Oben im Baumhaus war ein Extra-Leben gewesen. Boing. So, und für all die sich jetzt wundern, ich hab's nicht gekriegt. Wie ihr seht, die Facecam. Die Facecam funktioniert. Und ich hoffe, ich bin auch diesmal ein bisschen besser hörbar. Ich habe nämlich im Nachhinein erst gemerkt, dass ich. Ist ja gut. Habe im Nachhinein nämlich erst gemerkt, dass ich in der F-Zero-Folge nämlich ein klein bisschen zu leise war. So, und da wollte die Facecam auch nicht. Aber jetzt habe ich es hingekriegt. So, ein paar Biber. Kremlinge. Und ihr seht, es spielt sich immer noch wirklich hervorragend. Ups. Zack. Ja, natürlich, wie gesagt, ging es halt darum, Bananen zu sammeln, irgendwelche goldenen Tiere, um Bonuslevel freizuschalten. Ihr könnt auch hier diverse Begleiter halt finden, ne? Aber ich sag mal, wie gesagt, Leute in meinem Alter, die werden es bestimmt auch selber wissen. Ich wollte halt nochmal, ja, daran die denken, so von wegen so, pst. Ich habe auch noch nicht alle Bonuslevel gefunden, muss ich dazu sagen. Oh Gott, mal gucken, ob wir das schaffen. Ach genau, abklatschen war denn damit? Nein! Rutscht hier gerade ein bisschen weg. Zack. Du noch weg. So, mal gucken, ob ich hier noch etwa. Noch eine Bananenstaude. Oh, okay, gut, da war es schon weiter gewesen. Und das war Level Nummer 1. Jetzt bin ich gerade ein bisschen davon abgekommen. Was ich sagen wollte, ich habe aber noch etliche Nachfolger. Auch für die Nintendo Wii U, Tropical Freeze und wie sie alle hießen. Es gab nach der Country-Serie halt einige wirklich tolle Remakes. Und neuere Titel, die wirklich irgendwo Bock gemacht haben. Aber die haben auch Titel, die eben nicht so gut waren. Wie zum Beispiel diese ganzen Kongo-Bongo-Dinger da und so. Also ich habe auf dem GameCube zum Beispiel habe ich ein richtig gutes Donkey Kong vermisst. Fand es dann wiederum cool, dass er bei Smash Bros. Mit dabei gewesen ist. Huch. Gürteltier. Und das letzte aktuelle Donkey Kong, was ich da liegen habe, ist Tatsache noch Tropical Freeze, ja. Hab's auch nicht beendet. Also ich finde da irgendwie die Steuerung so ein bisschen sehr seltsam. Du da lang. Habt ihr gesehen? Nochmal. Einer, da wartet Nashorn. Wenn ihr drei von ihrer Sorte habt, macht ihr quasi ein Bonuslevel, indem ihr halt dann viele, viele goldene Tiere, also von dem jeweiligen Tier sammeln müsst und dann halt Leben farmen könnt. Oh. So, okay. Also ist und bleibt ein sehr, sehr ikonischer Titel. Eigentlich, wie gesagt, ein Muss für jeden SNES-Besitzer. Hey! Und auch heute versage ich immer noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Macht ja nichts. Noch haben wir ein paar Leben. Jetzt seid ihr gekriegt. Ja, es hat auch wieder ins meiner Evergreens für das SNES. Was ich auch mal wieder halt immer noch gerne spiele und immer noch wieder gerne rauskrame. Whoa. Ich habe es vergessen. So. Ein affenstarker, affengeiler Spaß.
Ach, da war ein Schmetterling, okay. Oh. Hier nochmal kurz hin. Ja, okay, der Bart. Gut. Und den Soundtrack kennt natürlich auch, wie gesagt, jeder. Vor allem von dem Wasserlevel, wo wir gleich hinkommen. Obwohl die wirklich sagen muss, die hat wirklich gehasst. Die waren schön anzusehen, aber ich habe die immer irgendwie gehasst. Wegen diesen neuen Tintenfischen und so. Schnell hinterher, schnell hinterher. Genau, hier war nochmal eine Höhle. Okay. Ein Leben. Gut. Boing. Wie aus der Kanone geschossen. Gut. Ach, das ist noch ein Bonusfass. Das Spiel hat auch, wie gesagt, eine Tonne Shortcuts. Also, auch die kennt nicht alle. Aber das ist nun mal die gute alte Zeit gewesen. Also, damals waren eben die Spiele auch noch für ihre Zeit auch immer noch recht komplex. Und mit einem recht knackigen Schwierigkeitsgrad natürlich, ne? Gerade wenn man ein Kind ist. Ah, diese komischen Wespen habe ich gehasst. Sollte man vermeiden. Also, wenn ihr kein Fass bei habt oder irgendwie ein Tier oder irgendwas, dann haltet euch fern von den Viechern. Oh. Genau deswegen. Okay. Schnell hinterher. Ihr seht, hier ist eine Höhle an jeder Ecke. Ah, ihn haben wir vergessen. Aber die... Okay, haben wir noch gekriegt. Super. Oh. Den haben wir auch. Ja, generell waren damals in 19 wirklich so Sidescroller wirklich weit verbreitet. Also, ich fühle die jetzt wie ein Spiel, war ja wie gesagt ein Sidescroller. Aber das hier war wirklich, was völlig Neues. Also wirklich, ich spiele es wirklich immer noch gerne. Außer diese Level. Außer diese Level. Und ich wette, dass ich gleich wieder sterbe. Okay, Moment. Ich wollte gerade einen Schluck nehmen. Sieht man jetzt so ein bisschen? Habe ich ja gestern bereits mal so ein bisschen angesagt, so, ne? Von wegen Fanta Strawberry Kiwi. Mega geil. Jetzt zieht sie euch rein. Also die Steuerung in dem Wasserlevel war auch wirklich sehr, sehr schwammig. Und man muss sich aufpassen, dass man nämlich zu schnell hervorprescht. Genau, hier ist denn schon... Die Viecher, die kann man auch nicht besiegen. Oh. So, und die Glow, wie gesagt, auf dem SNES war eins mit der schlimmsten Sidescroller. Oh Mann, nein, 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 nein. Tut mir leid, ich hab's vergeigt. So. Auf dem SNES war eins mit der schlimmsten Sidescroller, / Brawler Action Games, ich würde sagen Battletoads und Battlemaniacs. Weil wirklich scheiße schwer war. Wirklich scheiße, scheiße schwer. Und ich bin echt am überlegen, ob ich das nochmal zeige. Und wir uns dann quasi vorkämpfen bis zum vierten Level. Denn ich habe ja schon gesagt, ich habe es nie beendet. Ich habe es nie geschafft. In knapp 36 Lebensjahren habe ich es nicht geschafft, Battletoads und Battlemaniacs durchzuspielen. Weil der Schwierigkeitsgrad so extrem bockschwer ist. Nee. Ups. Und natürlich auch nachher die ganzen Oddworld-Teile auf der PlayStation 1. Wie gesagt, die waren auch ziemlich krass teilweise. Kann man das so sagen? Vielleicht so Dark Souls der 90er? Weil da bin ich auch instant gestorben. Und dann Jensen Rätsel auch dazu. Das ist... Oh. Ah, wir haben es gleich. Oh. Den Perlen ausweichen. Und das Kong haben wir. Und raus. So, jetzt trennen uns, glaube ich, noch zwei Level vom Boss, ne? Und dann mal schauen. Diese Funky Kong-Dinger, damit konnte man ja
Durch die Level springen, ne? Durch die einzelnen Sektionen. Ah, bis jetzt sind wir ein bisschen in der ersten hier. Konnte ich hier hoch? Ja. Oh! Gut zu wissen. Ey, man lernt doch nie aus. Ah, dieser Springer. Schrecklich. KO. Da ist schon die Mitte. Ich meine, der Schwierigkeitsgrad im ersten Teil ist immer noch ein bisschen verschmerzbar, ne? Aber im zweiten wird es schon langsam schmerzvoll. In manchen Hinsichten. Zum Beispiel dieser eine Level in diesem Dornbusch, wo ihr mit dem Papagei dann so quasi wie, wie soll ich sagen, den heißen Draht spielt und dann da irgendwie durchmisst, ohne zu sterben. Das ist, oh, bockschwer. Ups. Und das Hin- und Herschießen mit den Fässern ist halt auch immer wieder Timing und. Ich sag ja, wie oft bin ich hier als Kind verreckt, ey? Zack. Kommen wir da rüber? Oh, aber ganz knapp, ganz, ganz knapp. Guck, guck. Tatsache, und so schnell hat man einen Akt durch. Vielleicht schaffen wir den zweiten ja auch noch. Mal gucken. Zack. So, Gnorti kann man jetzt einfach besiegen, also jetzt einfach auf den Kopf springen. Oder auf den Rücken, seht ihr ja. Und jetzt geht's weiter. Monkey Mines. Ach, na komm, wir spielen noch einen zweiten Akt, ne? Ja, klar. Ich denke, das ist schaffbar. Das sollten wir doch hinkriegen, oder? Obwohl jetzt, wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad auch dann langsam anzieht. Wie zum Beispiel dieser Minenlevel, wo ihr in dieser Lore sitzt und dann immer springen müsst. Das ist auch mit sehr viel Timing und sehr, sehr Fingerspitzengefühl verbunden. Ach, Mist. Moment. Wir haben mal Diddy Kong. A Frosch. Ups. Und diesen Level musste ich halt auch endlos wiederholen. Das war knapp. Und Zufall. Okay, hier ist das N. Einige Bananen stauen. Man muss dazu sagen, ich habe ja damals, wie gesagt, die Konsole erst später besessen, als ich von zu Hause ausgezogen bin. Also wirklich eine ganze Weile später, glaube ich. Oder lass mich überlegen. Das muss ich gerade wirklich mal überlegen. Nee, Quatsch, da habe ich noch zu Hause gewohnt. Ich habe mir die irgendwann mal selber geschossen. Ich glaube, ich habe... Oh, nein, 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 nein. Oh. Ich glaube, ich habe damals irgendwelchen alten Ramsch vertickt und habe dann quasi auf dem Flohmarkt dann die Konsole bekommen. Und habe dann noch angefangen, dann später halt Spiele zusammenzutragen. Und ja. So war es eben. Da. Natürlich, wie gesagt, hat er noch halt auch wieder das Geld gefehlt, um dann halt irgendwelche Spieleberater zu holen. Ups. Um herauszufinden, wo ist denn wirklich der letzte Geheimgang zu finden und so. Und das letzte Bonusfass und so weiter und so fort. Und hab's dann quasi dabei belassen und wollte es dann immer selber rausfinden. Denn irgendwie sowas wie Entdeckungsdrang ist ja immer noch dran, ne? Eben so kindliche Neugier von wegen so, ah, da krieg ich schon hin und wenn ich selber kann, dann kann ich eben halt so ein bisschen mit meinem Wissen flexen. Vor den anderen Kids. Oh. Generell bei diesen unzähligen Tausenden von Spielen, die ich gespielt habe, habe ich immer noch so viele Sachen im Kopf. Cheatcodes, manche Heimwege, Umwege und so weiter und so fort. Also ich habe Dinge. Ich bin ein wandelndes ja, Lexikon in dem Punkt. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht in die gegnerischen Kremlinge drin donnern.
Okay. Och. Oh, da finde ich diese Schädelachterbahn im zweiten Teil noch viel, viel schwieriger, wo ihr diese Schalter umlegen müsst. Ja, ich hab gerade nur überlegt, kam da noch jeder jetzt? Jetzt habe ich gerade überlegt. Aber wir haben es geschafft, okay. Minecart Carnage. Was war denn Bouncy Bonanza? Ach ja, okay, da war dieser Höhenlevel. Na komm her. Wo habe ich denn bloß meinen Insektenspray weg, sonst brauche? Oh. Ich wollte die Bananen noch mitnehmen, tut mir leid. Mensch, ich hoffe, wie gesagt, dass ich einigermaßen gut zu hören bin. In der ersten Folge war es ja, wie gesagt, nicht der Fall gewesen. Was schade ist, denn ja, ich liebe F-Zero. Das war ja quasi auch so der Stein des Anstoßes für diese kleine Format hier. Wie gesagt, 29 Jahre und dann dachte ich mir von wegen so, okay, gut, das kann man doch zum Anlass nehmen, um dann ein kleines Retro-Format zu starten. Und ich hoffe, der kommt einigermaßen nicht bei euch an. Und ihr mögt die Idee dahinter. Denn wir sind schon wieder gestorben. Denn ich habe es ja bereits gesagt, es gibt ja wie gesagt schon da draußen etliche Kanäle, die sich wie gesagt mit dem Thema Retro-Gaming befassen und das auch dann ausgiebig zelebrieren, von wegen, wie kommt ihr schnell an Retro-Games, wo kriegt man noch welche her und so. Und manche Preise für Retro-Games gehen auch wirklich schon wieder in die Hunderte, also auch für belanglose Spiele, da guckst du dich um. Da legst du schon wieder weit aus, manchmal doppelt bis dreifache hin, je nachdem, was du suchst. Ich sag ja bloß, Suikoden 2 zum Beispiel, Ultra Rare. Da bezahlst du dich dusselig und dämlich dafür. Das ist wieder so ein Vorzeigebeispiel dafür. Ja, und ich hab mir eben gedacht, ja, von wegen wie so, ja, Retro-Gaming machst du ja auch gerne. Mal nebenbei. Um mal so ein bisschen abzuschalten. Also, hier sind wir nun. Oh, ein kleines Stück noch. Ah, okay, dafür ist der Reifen. Ob wir den mitkriegen? Nicht zu schnell. Okay. Oh. Okay, hier oben ist also das Ende zu finden. Oh, diese Springer. Die machen mich total nervös. Oh. Genau, und hier war dann dieser Höhleneingang, wo der Frosch ist. Das Vieh ist so mega schnell gewesen. Aber ich feiere die Tiere im ersten Teil wirklich noch mehr als im ersten. Als im zweiten Teil, tut mir leid. Im zweiten Teil, da fand ich die Viecher schon wieder ein bisschen sehr komisch. Und da hatten sie auch erstaunlich. Da hatten die Viecher mehr Druff. Und ich mag auch generell so diese Dschungel-Setting und bla bla. Deswegen bin ich auch, wie gesagt, auch mit großer Fan von Crash Bandicoot, weil ich eigentlich auch noch mal rauskramen wollte, ne? Aber dann nachher wieder mit den was gab's denn da? Spinne, Schlange, ich glaube auch den Elefant, die gab's den in Teil 2 schon, den Papagei irgendwie so. Das war dann mir schon wieder ein bisschen too much. Also von wegen halt schnell rennen und dann halt deren Fähigkeiten nutzen, also die Spinne konnte eben schnell rennen und hochspringen und Netze verschießen. Und auch Rambi, den Nashorn, konnte dann halt irgendwann dann halt, also du konntest quasi halt so eine Art, wie soll ich sagen, Rambock-Lauf eben aufladen und dann halt über die Karte und über Gegner hinwegflitzen. Stop and Go Station. Hier gibt's einen Trick, den hat mir aber bemerkt. Passt auf. Shortcut. Denn dieser Level war auch recht nervig. Als Kind. Und ich grenze einfach durch, weil, ja. Scheiße. Ich hasse diesen Level. Ich will hier weg. Ich will hier bloß weg.
sondern für gewöhnlich, also auch wenn ich privat spiele, also jetzt so für mich so, nutze ich diesen Shortcut aber auch. Ups. Schwein gehabt. G. Das goldene G. So, hier oben haben wir jetzt quasi den Save Point. Einfach mal speichern. Und ja, das sind Erinnerungen. Das war unsere Kindheit. Das war alles, was wir damals hatten. Sega oder Nintendo. Entweder warst du Sega-Kid oder du warst Nintendo-Kid. Und ich war irgendwo ein bisschen von beiden, würde ich sagen. Oh. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Okay, ist auch nicht schlimm. Ah, stimmt. Ich hab's ja diese komischen Biber in den Strohbällen. Okay, das war kein Bonusfass. Dafür gibt's hier ein Rad zu finden. Okay, wofür jetzt das Rad gut war, weiß ich nicht. Alles klar. Der Soundtrack aus dem Level erinnert mich irgendwie sehr an Secret of Evermore. Oder generell irgendein SNES-RPG. Die hat eine ganze Menge, aber die hat auch, wie gesagt, nur wie soll ich sagen, eine bestimmte Bandbreite an RPGs für den SNES, die ich wirklich selber geil fand und auch wirklich gespielt habe. Also Secret of Mana, Secret of Evermore, Terranigma, was gab's denn noch? Puh, Gott, lass mich überlegen. Final Fantasy natürlich. Bleib bitte stehen, ey. Nein. Mist. Verkackt. Ja, und das, war es, wie gesagt, nur um halt mal, wie gesagt, ein paar zu nennen, ne? Die Secret-Teile, wie gesagt, fand ich geil aufgrund der Open World. Oder zumindest der Tatsache, dass hier halt so eine Open World quasi vorgegaukelt wurde. Du hattest wirklich das Gefühl, dass du in dieser Welt dich gerade frei bewegst und erkundest, ne? Hey, hat nicht reagiert. Außerdem war das Storytelling ziemlich geil. Und Secret of Evermore war natürlich der weitaus düstere Teil. Ach genau, jetzt kamen diese Schlangengruben. Was denn? Na, hervorragend. Schlange? Ey, an diesem Level hänge ich mich auch mal so fest. Ah komm, vergessen wir einfach jetzt mit dem. Mit dem Rad. Ja, Mann, ich hab doch ein Rad geschlagen, aber ich bin doch ein Rad geschlagen. Oh, Mann. Das wird dauern. Lehnt euch zurück, das wird dauern. Und dennoch macht es immer noch Spaß. Und spielt sich immer noch saugut. Okay, jetzt hier von meinem Bildschirm, wie gesagt, wirkt das Ganze doch, wie gesagt, ein bisschen sehr schlecht gealtert. Aber rein vom Spielerischen hier, also rein von der Dynamik her und vom Flow her, ist es mega. So, nochmal. Eins, zwei. Nein! Ich werde an dieser Stelle wirklich immer mega nervös. Wir stehen jetzt quasi noch ein Level vom Feind. Aber ich tue mich aber wirklich sehr, sehr schwer. Und jetzt gerade, wo ich hier spiele, bin ich echt am Überlegen, ob ich auch nochmal Teil 2 rauskrame. Und den auch nochmal kurz halt so ein bisschen ankratze, der guten alten Zeiten wegen. So. Oh! Die sind überall. Ah, mal gucken, wie gesagt, das Format selber hat ja gerade erst mal angefangen, ne? Okay, springen, springen, springen!
Die Bienen-Bananensturm, wie gesagt, die kriegt ihr bloß, wenn ihr den Frosch habt, ne? Oh, der Ogi hier. So, und der nächste Gegner. Neckis Nuts. Das war dieser Geierkopf, ne? Ja. Ups. Ja, stimmt. Das war der Kokos ist auf euch spuckt. Och, ganz easy. Ruff auf die Birne. Zack. Und das war's schon. Und damit wäre quasi der zweite Akt gegessen. Wine Valley. So, und jetzt geht's hier quasi weiter mit Vulture Culture. Aber ich würde sagen, für nochmal so einen kleinen Throwback sollte es erstmal gewesen sein, sollte es mal reichen. Also, wie gesagt, Donkey Kong Country 1, 94 erschienen, Megatitel für den SNES und ich denke mir von wegen, das wird doch jeder SNES-Fan in seiner Sammlung haben, so wie auch ich, und sollte auch nicht fehlen. Und an alle diejenigen, wie gesagt, die nicht gespielt haben oder die daran nicht ranzuführen waren, weil sie irgendwie als eine Art Nischentitel sehen oder so, spielt's. Probiert's aus. Die neueren Teile haben ihre Daseinsberechtigung, natürlich durchaus. Aber da ist der Schwierigkeitsgrad teilweise so angezogen, dass du eben dir wirklich die Zähne ausbeißt. Die hier sind auch irgendwo so verschmerzbar. Und die haben halt auch so ihren ich sag mal, gewissen Härtegrad, ne? Aber dennoch, das ist einfach so Erinnerung. Das war unsere Kindheit. Das war das, was wir hatten, was wir gespielt haben so. Und ja, wie gesagt, einfach angucken. Gut. Lange Rede, kurzer Unsinn. Ja, würde ich sagen, mach ich einfach, wie gesagt, einen Cut. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Ich hoffe, ihr seid, wieder einigermaßen beruhigt von eurem Lachflash, weil ich jetzt ein paar Mal gefehlt habe und so, ne? Aber mal sehen, was ich mir denn so als nächstes rauspicke. Also ich habe jetzt keine klare Linie, würde ich sagen, dass ich sagen würde, von wegen, ich kasper jetzt quasi sämtliche SNES-Titel ab, die ich persönlich für cool empfand und für nennenswert und dann danach mache ich dann PlayStation oder N64 irgendwie so. Ich mache das frech Schnauze querbeet. Und da ich eben gestern das so angeführt habe, wollte ich euch einfach, wie gesagt, nochmal so ein bisschen zurückführen an Donkey Kong Country. Und deswegen habe ich eben diese Video gemacht. Gut, also, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr Bock habt, ihr wisst ja, Support Skin Mord. Und ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, ja, bleibt gesund, macht es gut und haut drin.